Das steht dir ins Gesicht geschrieben. Mit Face Reading und Organsprache findest du deine Stärken und erreichst mehr Klarheit für dich selbst und den Umgang mit anderen Menschen. Ilona Weyrich von Gesichtspunkte analysiert dein Gesicht, deine Organe und deinen ganzen Körper. Herzlich willkommen, Ilona, zum Interview heute. Stell dich doch bitte mal kurz selber vor. Ja, das mache ich gerne auch. Ich grüße dich, Sabine. Schön, dass wir uns auf der Datenautobahn hier treffen können. Das ist ja großartig, ne? Früher war das Ja. alles viel schwieriger. Ja, ich bin Ilona Weyrich. Ich nenne mich immer gerne Version 6.7. Ich bin im 67. Lebensjahr und bin seit ja, 20 Jahren nicht nur rein gesichtlich unterwegs, aber die Physiognomik hat mich vor 20 Jahren einfach so geflasht und gepackt, dass das mein Herzblut ist. Und ja, immer noch, auch nach 20 Jahren ist es immer noch ganz spannend. Ja, das freut mich. Und wie bist du dazu gekommen? Also, es hat dich damals gepackt, aber wie bist du drauf gekommen? Also, wer hat dich auf diese Spur gebracht? Ja, mit 35 habe ich so überlegt, ich hatte ja auch mal einen ganz normalen Beruf, sage ich immer, habe ich so gedacht, mit 50 möchte ich gerne noch mal was ganz anderes machen. Da möchte ich mehr mit Menschen zu tun haben. Ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so, dass die sagen, ah, das kann ja irgendwie noch nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich ganz viele Ausbildungen nebenher gemacht. Ich hatte einen sehr gut bezahlten Job, dass ich mir das alles leisten konnte. Und habe so an den Wochenenden alles gemacht, alle Abkürzungen, NLP, EMDR und alles, was es so gab. Und ich hatte eine alte, in Häkchen, ältere Freundin, die auch sehr wissbegierig war. Und die hat meine Lehrerin irgendwann mal entdeckt, die Wilma Kastrian, und hat gesagt, du, da musst du unbedingt mit hingehen. Da ist eine Dame, die kann Menschen lesen, weil darum geht es in der Psychophysiognomik, den ganzen Menschen zu lesen. Und da habe ich gesagt, naja, okay, warum nicht? Und dann habe ich da gesessen, wie hypnotisiert. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören zuzuhören. Und als wir da durch waren, habe ich gedacht, das ist es. Ich bin ein ökonomisches Naturell, also ein Ruhenaturell. Und ich gucke immer, wie ich mit in Häkchen wenig Aufwand ganz viel erreichen kann. Und für die Physiognomik muss ich nur gucken. Ich brauche kein Büro oder irgendwie großartige Sachen da machen. Und das kam meinem Naturell sehr nahe. Und ich habe dann 8 Jahre bei Wilma Kastrian die Physiognomik studiert, weil ich einfach überhaupt nicht genug bekommen konnte. So, das ist immer so spannend. Ich lese heute noch meine Aufzeichnungen und wenn es nur ein Satz war, ein Wort war, was ich gelernt habe, hat mich das unglaublich weitergebracht, so in meiner persönlichen Entwicklung und natürlich auch dienlich zu sein für mein Gegenüber, wenn ich Analysen mache oder ausbilde. Erzähl mal genau, was bietest du genau an auf meiner Plattform? Also ich biete einmal natürlich persönliche Analysen an. Ich habe die Präsenz. Geschichten immer noch am liebsten. Online geht das auch wunderbar per Zoom. Ich bekomme dann immer spezielle Bilder der Kunden zugeschickt. Dann mache ich eine Stärkenprofilanalyse, wo wir genau gucken, wo ist Licht, wo ist Schatten, wo ist ein Potenzial, wo ist ein Hemmnis. Und dann biete ich natürlich die Ausbildung an, an einem Wochenende oder als Webinar in einer Woche abends 90 Minuten. Oder eben die Studienwochen, wo es wirklich ganz intensiv 5 Tage zur Sache geht. Da wird alles gnadenlos angeguckt und analysiert. Und wo finden die statt? Also hauptsächlich jetzt in den letzten 3 Jahren in Hannover, weil es halt schwierig war zu reisen. Aber ich gehe dahin, wo die Arbeit ist. Das habe ich immer gemacht. Ich bin früher unglaublich viel gereist und war irgendwie jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Aber so die letzten 3 Jahre. Durch die Pandemie ist das eben alles so ein bisschen abgebrochen und jetzt geht es so langsam wieder los. Ja, schön, also in Hannover. Und was hat der Kunde dann davon, wenn er diese Analyse hat? Was macht er damit, mit den Erkenntnissen? Naja, einmal ist es oft so, dass die Menschen in Veränderungsprozessen zu mir kommen, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Job, dass sie Probleme in ihrem Job haben. Und da geht es darum, so nochmal neue oder andere Potenziale zu entdecken,
die bisher überhaupt nicht bekannt waren. Oder es kommen Menschen zu mir, die sagen, oh, ich möchte gerne auf die Bühne, ich möchte Vorträge halten. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen Angst. Und dann erarbeiten wir mit der systemischen Physiognomik, was braucht es, um das hinzubekommen? Oder sind die Menschen einfach nur neugierig und sagen, ich möchte aber ganz viel beim anderen sehen? Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil Selbsterkenntnis kommt vor Menschenkenntnis, das ist so. Ja, und die sind dann immer bass erstaunt, was sie selber noch gar nicht so wirklich bei sich entdeckt haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und wahrscheinlich ist aber manchmal auch ein bisschen Angst dabei, oder? Wenn die Leute ja. dann praktisch meinen, oh, wer weiß, was die alles bei mir sieht. Ja, das ist also öfter der Fall, wenn ich irgendwo in der Gesellschaft bin und dann wird ja immer, hey, was machst du beruflich gefragt? Und wenn ich dann sage, was ich mache, dann ist auch, oh, jetzt hast du aber bei mir geguckt und das ist mir jetzt aber ganz unangenehm. Und mit 67 kann man auch mal so ein bisschen frech daherkommen und ich sage immer, ey Leute, ich bin privat hier. Ich gucke nur für Geld. Das ist ein bisschen dreist, weil es heißt ja sofort, oh, was siehst du denn bei mir? Oder es wird sofort das Handy gezückt und der Ehemann wird gezeigt und gefragt, passt der denn zu mir? Und da sage ich, kommt ins Seminar, dann können wir uns das angucken. Aber ich bin jetzt hier in der Ausstellung und ich möchte jetzt nicht unbedingt arbeiten. Ja, das verstehe ich. Aber das ist natürlich, ja klar, das kann man schon vorstellen, dass die Leute dann auch einfach fragen, was privat einfach der Sache ist, weil sie ja neugierig sind auf jeden Fall. Aber ja, klar. Genau. Ach schön, ja, das ist spannend. Ja, und es macht einfach immer noch ganz, ganz großen Spaß, weil wir sind ja nun mal alle einzigartig und so durch meine 67 Jahre Leben habe ich natürlich auch vieles in meinem Lebensrucksack, was ich beim anderen gut erkennen kann. Und was ich immer wieder ganz, ganz spannend finde, wenn ich wieder in einem Prozess bin, man lernt ja nie aus, dann ist es oft so, dass eine Kundin zu mir kommt, die genau in diesem Bereich gerade unterwegs ist. Und es wird mir dann wie auf so einem Silbertablett nochmal an mir durchgetragen. Und dann kann ich immer so sagen, Mensch, Ilona, hör dir doch mal selber zu, was du jetzt für einen Tipp gibst. Vielleicht gilt der ja auch für dich. Ah, spannend. Das kann ich mir vorstellen. Und magst du das nur für Privatpersonen oder hilfst du zum Beispiel auch Personalern, die dann ihre Leute besser einstellen können oder wie? Ja, das mache ich auch für vier verschiedene Firmen. Die schicken mir immer ein, wie nennt man das, ein Anforderungsprotokoll. Was soll derjenige können? Und dann bekomme ich die Bilder. Das geschieht oft mit Wissen des Bewerbers oder der Bewerberin. Aber es ist nicht so, dass ich sage, die könnt ihr nicht nehmen, sondern wir erarbeiten eine besondere Fragestellung. Also wenn zum Beispiel jemand für die zweite Reihe gesucht wird, der zuarbeitet, dann kann das nicht so ein ganz dynamischer sein, der immer in der ersten Reihe steht, dann wird es schwierig. Also müsste man den fragen, wie ist das bei dir? Ne? Kannst du auch zuarbeiten? Kannst du dich unterordnen? Ne, da gibt es dann eben so ein System der Fragen, was da abgefragt werden kann. Und ich bin nie der Entscheider, der sagt, nee, den nicht. Ne? Also das kommt ja dann auch aufs Herz und das Bauchgefühl des Chefs oder der Chefin an, wo es so hingeht. Ne? Ja, das stimmt. Aber eigentlich ist es ja eine super Sache. Wenn das mehr Unternehmen machen würden, würden sich sowohl die Unternehmen als auch die Unternehmer, als auch die Arbeitnehmer sehr viel Stress ersparen teilweise, oder? Zeit und Geld. Genau. Das ist so ein und den Stress halt. Aber so bei Unternehmen, also bis vor einigen Jahren war es so, dass die das eher heimlich gemacht haben. Ah, ne? Die schreiben sich nicht auf ihre Seite, wir arbeiten mit der Psychophysiognomik oder dem Face Reading. Das ist ja immer noch, also so seit 2 Jahren ist es in der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien ja viel mehr sichtbar als bis vor 5 Jahren ungefähr. Da hat keine Firma
das öffentlich zugegeben, dass sie damit arbeitet. Und in Ländern wie China zum Beispiel ist das gang und gäbe, dass dort ein Physiognom oder ein Astrologe oder ein Feng Shui-Meister in den Bewerbungsgesprächen sitzt und sagt, nee, den können wir nicht nehmen, der hat zu kleine Ohrläppchen, ne? Der bringt nicht genug Geld rein. So, jetzt mal ein bisschen flapsig überziehen gesagt. Aber hier ist das eben nicht so, aber die Empfehlungen, die ich gegeben habe in den letzten Jahren, die waren sehr erfolgreich, auch wenn die erst belächelt wurden. Gesagt, sag mal, spinnst du? Das kann man doch so nicht machen. Und ich habe gesagt, probier es aus. Ne? Es kostet nicht wirklich irgendwas, ne? Sondern einfach nur eine andere Sichtweise da hineinbringen. Und die Menschen eben auch entsprechend ihrer Naturelle und ihrer Fähigkeiten in einem Unternehmen einzusetzen. Na, dass jemand, der eben sehr hoch vibriert und unruhig ist, dass der nicht unbedingt am Empfang sitzt, sondern vielleicht in der Abteilung, wo es darum geht, viele Reize wahrzunehmen, neue Ideen zu entwickeln. Aber für den Empfang verzettelt der sich vielleicht. Ne? Und da ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wie fühlst du dich hier? Ne? Das ist so eigentlich meine Aufgabe, die Unternehmen dahin zu bringen, mehr auf ihre Mitarbeiter einzugehen und auch mal zu hinterfragen, wie geht es dir hier an diesem Platz? Ne? Ja. Und dann vielleicht eine Änderung herbeiführen. Ja, das ist wirklich, das ist total interessant, weil es ist ja oft so, dass man sich denkt, boah, der sitzt aber wirklich am falschen Platz und man könnte halt hier wirklich sehr viel, auch viel mehr Effizienz in der Firma bringen, wenn die Leute einfach am richtigen Platz sitzen würden. Richtig. Genau, ne, dass der große Dynamische, der immer unterwegs sein will, wenn der 8 Stunden am Rechner sitzt, dann ist der unzufrieden, der muss raus, der muss Dinge in Gang bringen, der muss Ziele haben und die will er erreichen. Und wenn der halt den ganzen Tag irgendwelche Tabellen oder irgendwas ausfüllt oder Zeichnungen am Rechner macht, dann muss man die dann ab und zu mal die Treppe hoch und runter jagen, dass die in die Bewegung kommen, ne? Und wieder ein bisschen zufriedener sind. Das ist manchmal so einfach, ne? Und warum sollen die mit Akribie und Ruhe da ihre Statistiken ausfüllen, warum sollen die sich den ganzen Tag bewegen, ne? Und da gibt es schon diese Situation, wo dann so ein dynamischer Typ zu einem Ruhetypen sagt oder denkt, naja, die könnte sich ja auch mal bewegen, ne? Aber nein, warum? Die macht eben die Sachen, die der mit reinbringt, ganz ordentlich, ne? Und das ist toll. Ja. Ja, und vor allem, wenn mehr Menschen diese Kenntnisse hätten, wäre es ja auch teilweise viel einfacher, miteinander umzugehen, weil man dann einfach sagen kann, okay, der ist einfach für das nicht geschaffen, der hat andere Stärken und für mich ist das gut, aber für den ist das nicht das Beste. Und man wird viel mehr aufeinander eingehen und nicht so stur sein vielleicht. Ja, genau, darum geht es. Ne? Und das ist eben der ganze Hintergrund der Physiognomik, dass man mit sich besser klarkommt, wenn man weiß, wie man selber tickt, aber dass man auch mit dem Gegenüber besser klarkommen kann, weil man weiß, ah ja, ne, da ist ein reizbares Kinn, da ist Spontanität und da ist dies und das und jenes. Und wenn man das so ein bisschen im Blickpunkt hat, ist das großartig. Ja. Was ja nicht heißt, dass man nun alle mögen muss. Ne? Nein, natürlich nicht, aber vielleicht ist einfach das Verständnis größer. Genau, darum geht es. Mehr Verständnis für sich selbst und das Gegenüber zu erwerben. Ja, super. Ja, ich finde es total interessant. Es ist ein ganz spannendes Feld und ich freue mich sehr, dass du auf der Plattform mit dabei bist. Und ja, ich bin auch gespannt, was sich da ergibt. Ja, eben, man weiß es ja nicht. Genau, das ist ja die Gute dran. Und jetzt möchte ich von dir persönlich noch wissen, was bedeutet Auszeit für dich? Also Auszeit bedeutet für mich, in meiner Mitte zu sein. Erstmal, wenn ich auf die körperliche Ebene gehe, in der Ruhe zu sein, was für mich ganz wichtig ist. Ich bin gerne da, wo es schöne Dinge gibt. Ich gehe gerne ins Museum, ich lese viel. Ich esse gerne, ich genieße Essen und ich bin total gerne am Meer. Ja, diese Weite ist, ne, dass ich bin kein Strandlieger, sondern ich gehe spazieren und bekomme da den Kopf frei. Und das ist, dass ich das kann, weil ich ja meist nur am Wochenende arbeite oder abends arbeite, habe ich die Tage frei oder die manche Woche auch frei und kann dann wirklich spontan von Hannover an die Nordsee. Italien ist leider immer so weit von Hannover aus. Das ist bei uns halt näher, ja. Ja, da
beneide ich immer die, die im Süden wohnen. Ich denke, oh, die müssen nur einmal über die Berge fahren. Ja. Aber wir haben hier das Niedersachsen-Ticket. Damit kommt man wunderbar an die Ost- und Nordsee. Mhm. Und das sind dann so die kleinen Auszeiten, dass ich da dann mal so 3-4 Tage bin und einfach aufs Wasser gucke und mal nicht denke. Mhm. Das ist für mich Auszeit. Ne? Einfach, ja, genießen. Ja. Das Leben genießen, die Zeit genießen und ja, in der Gelassenheit bleiben. Ne? Das ist ja für mich auch Auszeit, weil da steckt Lassen drin, wenn ich dann wieder so am Wirbeln bin, zu sagen, Gelassenheit. Ja, ist schön. Danke für deine Erklärung. Es ist ja wirklich bei jedem einfach anders, was er sich unter Auszeit vorstellt und was jeder auch braucht. Es hat ja bestimmt auch viel mit dem Naturell zu tun. Ja, und, unbedingt. Genau. Und von dem her ist es super spannend, finde ich total schön. Vielen Dank für das Interview, liebe Ilona. Gerne, Sabine. Genau, ich wünsche dir heute noch einen super schönen, sonnigen Tag. Wir müssen es genießen. Unbedingt, ja. Genau. Und bis bald. Bis dahin. Tschüss. Danke dir.